Herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Factorio. Ja, wir dürfen nochmal das Ding hier anschließen, weil wir in der letzten Folge gestorben sind. Ja. Super Sache, ne? Ist wunderbar. Gibt quasi nichts Besseres als zu sterben, finde ich. Ja, vielleicht schon. Man weiß es nicht. Ja, uns werden gerade ein paar Drohnen zerlegt. Oder sind es Drohnen? Ja, sind Drohnen. Ich gucke mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Auch wenn wir mal wieder neue Drohnen in die Freiheit entlassen können. So, hier machen wir voll, bitte. Dann hier eine passive Anbieterkiste und... hier so. Ja, geht schon mal ein bisschen was rein. So ein kleines bisschen, ne? Gut, dann gucken wir noch mal ganz oben nach. Erstmal setze ich noch mal ganz kurz hier. Bam, perfekt. Ja, die werden mich hier schon ziemlich voll. Ja gut, die Gassen lasse ich mal hier unten raus. Da können sie sich ja gleich noch drunter mischen. So. Und haben schon über 2000 Konstruktionsroboter mittlerweile. Okay, hier müssen wir den Wald anzünden. Diesmal am besten ohne dabei zu sterben. Ja, war auch letztes Mal nicht die klügste Idee, vielleicht das hier direkt anzuzünden. So wie ich es jetzt hier mache, aber bringt auf jeden Fall schon ein bisschen was. Weil ich das gleich ausbreiten würde und dann, ja. Gut, schon mal ein bisschen was verteilt und ab geht die Luzi hier unten auch noch. Gutes Jahr schließlich, dass sich das ja im Achievement jetzt immer noch gespeichert hat, wie viele Bäume wir schon davor abgebrannt haben. Deswegen, ja, haben wir so gesehen nicht viel verloren. Cool, man kann sogar den Boden auch so anzünden. Damn, 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 na, 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 na. Komm schon, burn to motherfucking death. Ja, auch noch einmal bitte alle kaputt gehen, danke. Okay. 6,9k haben wir schon. Der verschandelt uns damit halt die gesamte Umwelt gerade, das weiß ich auch. Aber naja. Hier ist schon alles niedergebrannt, wie man sehen kann. Das brennt doch, glaube ich, nicht mehr weiter runter dann. Oh ja, hier hat sich's auch schon ganz gut durchgefressen. Hier noch ein bisschen was reinsprühen. Allgemein kann man das ja ein bisschen unterstützen, den Prozess. Gut, das war's auch schon, jetzt habe ich keins mehr, aber naja. Frisst sich jetzt davon selbst soweit durch. Ja. Ist also pretty much erstmal so ein Selbstläufer, würde ich mal sagen. Es läuft erstmal von selbst, ja. Hier, das kann auch weg. Das habe ich auch mal angezündet. Vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, aber wird ja von den Drohnen hier repariert, deswegen. Oha. Ja, kriegt's hin. Nein, hat's ja nicht hingekriegt.
glaube, die haben halt nicht mehr solche Dinger hier, ne? Ja, gut, ich kann ja mal ein paar Systeme laden lassen. Auch interessant ist, die noch nicht mal die ganzen Solarpanels, das alles haben. Okay. Ah, das ist ein bisschen disconnected hier, weil das Teil da unten kaputt ist. Aber ja, hier sieht's ja ganz in Ordnung eigentlich aus. Gut, hier steht ja schon wieder fast alles, außer das steht jetzt auch wieder super. Ach du heilige Scheiße, ist sogar die Mauer kaputt gegangen, oder? Keine Ahnung, machen wir mal so. Vielleicht war das auch schon immer so, ich weiß es nicht. Aber das frisst sich ja hier 1A durch den Wald durch. Das ist ja nicht schlecht. Und ein bisschen hier kaputt alles schon. Und verqualmt, verrußt, aber. Ja, gut, ist jetzt halt hier der Brandwald. Gut, das Ding hier haben wir auch gleich. Das können wir mal hier nach Stand nachprüfen. Ja, gut, hier kommt gleich dann der Drop. Bei beiden, wo dann, ja, hier geht es aber langsam gleich runter, kann das sein? Nice. Ey, bleibt auf einer Linie so in etwa. Das heißt, das haben wir auch geschafft. Die anderen beiden Sachen sollten jetzt demnächst auch von selbst durchlaufen, eigentlich. Ich will jetzt mal eine Sache mal ausprobieren. Einfach just for the lols. Und zwar, ich die Kiste mal kurz voll mit Chips machen, dass ich Chips finde. Ja. Zack. Wie lange dauert das so, bis die Kiste jetzt hier voll ist? Interessant. Also es dauert schon ein bisschen, bis die ganzen da sind, so, ne? Das Problem ist halt, glaube ich, hauptsächlich, dass sie sich nicht schnell genug hier aufladen können. Trotz den 1000 Roboterangern da oben müssen die denn auch ziemlich lange warten. Aber gleich ist es ja voll. Dann können wir es wieder leer machen. Wenn ich noch eine aktive Anbieterkiste habe, hier habe ich noch. Aber mal gucken, wie viel denn da überhaupt maximal reinpasst. Das wäre auch nochmal interessant. Oh. Nicht gut. Dann also noch Dinger, die noch hier Munition benötigen. Auch cool. Ach du heilige Scheiße. Schon, Leute. Oh nein. Fuck, Alter. Scheiß die Wand an. Hier müssen wir uns mal kurz was einfallen lassen, glaube ich. Weil das soll sich so in dem Maße nicht unbedingt wiederholen. Aus, wie ich denke, nachvollziehbaren Gründen. Problem ist halt jetzt, dass hier sich jetzt welche getriggert fühlen, da wahrscheinlich, weil halt der Wald jetzt weg ist, der das Ganze sonst ein bisschen noch abblocken würde. Die Frage ist, ob es gerade noch weiter abbrennt eigentlich.
Oder was da gerade vor sich geht. Ach du heilige Scheiße, da habe ich hier eine ordentliche Naturkatastrophe hinterlassen. Ah, da hinten hat sich dann so ausgedingst. Oh, jetzt rennen die mir natürlich auch alle hinterher. Super. Komm zu mir. Komm zu Papa. Ja. Hallo? Ja, sieht schon mal ein bisschen besser jetzt hier aus. Ja. Minimal. So. Gut. Ja. Wird die Folge wahrscheinlich noch nichts, aber die nächste nehme ich mal an, hoffentlich. Aber Alter, was geht hier bitte schön gerade vor sich? Das ist ja hier echt voll mit Drohnen. Naja, gut. Besser als leer, ne? Das Ding staut jetzt ja auch demnächst zurück und dann wird das hier mal sich auch mal besser funktionieren. Gut, ist hier immer noch lange nicht fertig mit dem ganzen Zeug aufbauen. Auch gut. Kupfer passt immer noch, so wie es aussieht. Und Eisen möchte ich jetzt auch nochmal die Minen besichtigen. Aua. Das hat wehgetan, da wäre ich gerade fast vom Zug überfahren worden. Da hätte ich ja noch beinahe das Achievement einsammeln können, aber ja. Gut. Muss ja auch nicht unbedingt sein, ne? Gut, wir fahren jetzt eh nach unten durch komplett. Alter, hier ist halt noch lange nicht alles fertig. Aber sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Wurde ja auch direkt richtig schön voll gemacht, oder wie sieht's hier aus? Hm, ja. Kann man mal machen. Der wird auf jeden Fall relativ voll, sagen wir's mal so. Ja, gut, hier kommt eigentlich auch noch überall genug, würde ich mal sagen. Ja, so ein, zwei sind schon wahrscheinlich dabei, die jetzt nicht mehr so mit dabei sind, aber doch im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, bin ich noch ziemlich zufrieden hiermit. Na gut, dann warten wir auf den nächsten Zug, denn der sollte ja auch demnächst kommen und dann checken wir nochmal die andere Mine ab. Oh, ist das wieder da oben? Nein, wo ist das jetzt diesmal? Einiges, ne? Oh ja, Hallöchen, ne? Ja, gut, wenn Gott hier auf der anderen Seite gleich noch mithelfen, dann habe ich da keine Bedenken groß. Ja, also ist jetzt auch noch fast voll, ne? Oder wird wieder fast voll. Gut, der Waggon hier, der fehlt theoretisch dann noch. Zum Beispiel, der ist jetzt hier nur halb voll geworden. Naja, oh scheiße, jetzt hat's gerade geklingelt. Super. Gerade wo nicht meine Eltern gegangen sind. Ja, oh, komm schon. Ah gut, nur meine Mutter ist gegangen. Okay, na dann. Passt's ja nochmal. Ich dachte gerade, beide meine Eltern wären gegangen, aber war nur meine Mutter. Okay, dann passt's. Hat mein Vater jetzt gerade aufgemacht.
Ja, gut, hier sieht es eigentlich auch ziemlich, ziemlich voll aus, wenn ihr mich fragt. Ja, Rückstau ist hier auf jeden Fall real. Ja, und das Ding kommt dann hier oben randvoll wieder an. Also, ein dritter Zug wäre theoretisch noch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht so richtig, ob das so funktioniert. Da wäre das mit der einen Ausweichstrecke jedenfalls ein bisschen knapp, glaube ich mal. Okay. Da bräuchte man dann vier und dann nochmal zwei Ausweichstrecken mehr oder so. Quatsch. Ah ja, gut. Auch hier ist immer noch so das Problem. Eigentlich hat man genug Eisen, aber es wird nicht schnell genug verarbeitet. Ja, der Pfeff nimmt was zurück. Das Eisen staut sich, wie es aussieht, auch ziemlich zurück hier. Also gut, wir machen es jetzt folgendermaßen. Das Fließband hier oben wird jetzt auch noch mit abgeführt. Jetzt einfach mal einen kleinen Durchbruch durch die Mauer durch. Fällt ja gar keinem auf. So, dann gehen wir mit fünf Fließbändern hier vor. Ja, gut. Der muss ja natürlich weg. Sonst steht ja nichts noch im Weg, so wie es aussieht. Ich brauche Fließbänder. Eigentlich soll ich die geliefert bekommen, aber ich glaube. Ach du heilige Scheiße. Ist nicht gerade das, was ich denke, was es ist, oder? Ah nee. Puh. Aber gut, hier ist schon relativ voll, sagen wir es mal so, ne? Ja, ne? Kohle, wie sieht's hier aus? Ist jetzt ziemlich viel los? Wahrscheinlich ja. Ja, gut, da werden auch einige tausend Dinger rauskommen. Wenn nicht sogar schon fast Richtung Millionen noch. Das wird sich auf jeden Fall noch mindestens verdoppeln. Das kann ich nämlich gar nicht haben. Wenn das immer voll ist, dann haben wir nämlich. Naja, gut, ein Problem. Also nicht dringend, aber das wäre schon scheiße. Fehlt mir jetzt hier ernsthaft Stahl. Komm schon nochmal bitte kurz. Ah, fehlt noch was, fehlt noch was, fehlt noch was, komm schon. Ja, gut. Renne mal kurz hier nochmal drüber. Hier nochmal drüber und hier nochmal kurz drüber und dann graben wir uns hier natürlich auch gleich noch was raus. Hier aus so einer Kiste. Dann nochmal. Hier aus der Kiste. Ne? Mal hier drüber sammeln und dann kriegen wir hoffentlich genug zusammen, ne? Ja, da oben geht auch schon wieder Zeug an den Arsch. Das ist natürlich. War eine super Idee, den ganzen Scheißwald abzufackeln, ne? Ja gut, ich glaube, ich lasse jetzt mal durchproduzieren, ne? Ja, bitte was? Ja gut, da oben ist alles am Arsch. Ich sehe es schon. Hier wird meine Hilfe benötigt. Oha, das war ja schon mal.
Gar nicht so unknapp. Ja, der Wald hat halt mal ein bisschen hier Protection gebracht, ne? Und der ist natürlich jetzt weg. Und das da wird auch bald erledigt sein, nehme ich mal an. Okay, ich nehme mir gleich mal ein bisschen was extra mit, wenn ich schon mal da bin. Und bewege mich jetzt erstmal langsam wieder nach unten. Ich würde mal sagen, hier machen wir noch in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut, stay tuned. Euer Lukas.